Let me face him. I've been waiting for this moment. Time to get even. No more judo, and no more field strips. Enough of this. He's mine. You will stand right there and watch. Got it? Please, Colonel, let me— Silence! Sorry for the delay. Let's get started, shall we? This is a once-in-a-lifetime battle. Let's make it a good one. It's just you and me now. And I'm going to enjoy this. Snake! Jo, und da beginnt den Kampf gegen Volgin auf Zeit. Mhm. Sieht schon mal vielversprechend aus. Und wir können bei ihm zwar Waffen benutzen, allerdings müssen wir aufpassen, denn er kann Attacken, mit denen er unsere, unsere Magazine platzen lässt. Was nicht so ideal ist. Ich glaube, das wäre jetzt diese Attacke. Wenn er uns jetzt treffen würde und wir hätten jetzt eine Waffe ausgewählt, dann wäre das nicht sehr toll für uns. Ich kann aber auch versuchen, ihn so zu treffen. Was leider nicht immer so klappt. Jetzt muss ich erstmal selber wieder reinkommen. Ja, und wir haben ein bisschen was das Erbe der Philosophen erfahren, dass es halt riesige Geldmengen sind. Okay, jetzt treffen wir ihn gerade. Das ist schon mal gut. Immer wenn er gerade nicht aufpasst. Und, das wird später in den späteren Teilen auch noch wichtig. Das heißt dann allerdings mal anders, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Also das Erbe der Philosophen wird so an sich gar nicht mehr wirklich erwähnt. Aber es wird halt eine andere Bedeutung haben, sag ich mal so. Wow, okay, das war knapp. So, wir sollten den Kampf möglichst schaffen, bevor die Zeit abgelaufen ist.
Aua. Cool, okay. Das war's aber noch nicht. Shoot him! Do you hear me? I said shoot him! Sorry, Colonel. I'm afraid I can't do that. What do you mean you can't? I made a promise to the boss. Silence! I am your commanding officer. Are you questioning my authority? Fight like a man, Volgin. Volgin? Emergency. Explosives have been detected. All non-EOD personnel must evacuate immediately. Ocelot! Find those bombs! Repeat. Explosives have been detected. All non-EOD personnel must evacuate immediately. Move it! Huh. Ready for some more snake? Wenn's sein muss. Okay. Oh, ja. Wie ihr seht, er hat ein paar üble Attacken drauf. Ja. Und, wie heißt es? Ocelot will ihm nicht helfen. Man spürt so eine Art, so ein bisschen Bewunderung vielleicht sogar für Snake, die er hat. Schusswunde. Okay, Kugel entfernen. Okay, nähen brauchen wir nicht. So. Meine Güte, das reagiert manchmal echt zu langsam. So. Was? Oh, eine Schusswunde im Fuß. Auch nicht schlecht. Okay, jetzt ist alles wieder gut. Jetzt gucken wir mal, ob wir uns erholen können. Etwas. Mit der Zeit geht das ja. Hau ab mit deinen komischen... Okay, das waren wieder ein paar Treffer für uns. Das war schon mal gut. Au. Ach. Okay, das war ein Treffer für ihn. Oh Mann. Wieder einen im Fuß. Okay. Ja, das geht jetzt leider so hin und her. Und ich hoffe, dass ich diesmal nicht verkacke, so wie bei... Au. Ja, ich soll es vielleicht nicht zu laut sagen. So wie bei, wie heißt es? The Pain? Nee, The Fury war es. Genau, The Fury. Da bin ich einmal... Leider verreckt. Aua, ey. Ich kriege einen Stromschlag, wenn ich in seiner Nähe stehe. Na gut. Wenn er meint... Wow. Hörst du wohl auf, dich aufzuladen? Wow, das ist ganz schön schnell. Aber auch der hat natürlich nichts auf dem Kasten. Wir haben auch noch genügend Zeit... Der hat jetzt gerade hingeguckt. Immer noch genügend Zeit, ihn zu besiegen, glaube ich. Und das war's auch schon. Hey. Man muss nur einmal laut werden. Dann klappt alles. Thank you.
It's gonna blow! I'm out of here! Let's get out of here, quick! Hurry! We're all gonna die! We help! Evacuate! Hop in! Step on it! You later. Right now, we've got to get to the lake and escape. We can't leave yet. I've still got one last job to do. The boss is already at the lake. Huh? She's at the lake. She's waiting for you there. Waiting for me? I was hoping I wouldn't have to tell you. I don't want you to fight her. But I've come to realize that there's a special relationship between you two. Something I can't understand. Something that goes beyond a man and a woman. I envy you. Really, I do. But I guess I just can't understand it. She asked me to tell you something. I've never seen someone with such clear eyes. There. I said it. Ready to go? Yeah. Und jetzt geht die krasse Verfolgungsjagd mit dem Shadowhot los. Ich würde aber sagen, das ist jetzt eigentlich eine gute Idee, hier einen Cut zu machen, auch wenn es gerade spannend wird. Aber ich habe nicht mehr viel Zeit. Deswegen, kann ich speichern? Wahrscheinlich, ne? Ich weiß nicht, ob die Paramedic uns was erzählen wird. Das werden wir jetzt gleich sehen. Ich sage auf jeden Fall schon mal auf Wiedersehen und bis zum nächsten Teil. Und dann geht's erstmal richtig ab. Also bis dann. Good luck. Thanks. Okay, das viel Glück war alles. Gut, dann wünsche ich euch auch noch viel Glück bei was auch immer. Und wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Bis dann.